Hunderte Bürgerinnen und Bürger nahmen am Donnerstagabend an der Gedenkstunde aus Anlass der Pogromnacht vor 85 Jahren am 9. November 1938 teil. Zur Vermeidung von Störungen sorgte die Polizei für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Wir haben natürlich aus einigen anderen Städten schon mitbekommen, was im Moment in Deutschland los ist. Und das wird natürlich entsprechend begleitet. Wir haben das vorher angemeldet bei der Polizei, sind sehr, sehr dankbar, dass sie dann heute auch dabei sind und die Veranstaltung begleiten. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass das hier ruhig und friedlich ablaufen wird. Ich glaube nicht, dass in diesem Jahr weniger Leute kommen werden als in den vergangenen Jahren. Ich glaube, das wird sich in einem relativ ausgewogenen Verhältnis bewegen, trotz der jüngsten Ereignisse, die natürlich sehr betroffen machen. Besonders durch die Ereignisse in Israel und den daraus folgenden Kundgebungen in Deutschland kamen diesmal mehr Bürgerinnen und Bürger zur Gedenkveranstaltung in Dülmen. Also genau in dieser Zeit ist ja bürgerschaftliches Engagement angesagt oder nötiger denn je. Und man kann einfach feststellen, dass der Staat durch die Polizei eben auch solche Veranstaltungen schützt. Dass man sie überhaupt wieder schützen muss, solche Veranstaltungen, das macht uns natürlich traurig. Also da habe ich mir jetzt heute keine Gedanken drüber gemacht. Mir kam nur spontan heute Morgen, als ich die Zeitung aufschlug, der Gedanke, dass man was tun muss und Flagge zeigen muss und sich einfach positionieren muss. Mhm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Dülmen keine Angst haben muss, aufgrund der Bürgerinnen und Bürger, die ich glaube, ganz gut zu kennen. Aber wir haben ja in anderen deutschen Städten, ich sage jetzt mal Essen oder Berlin, gesehen, dass es dort zur Eskalierung kam, zu antidemokratischen, islamischen Sprüchen und Forderungen. Und da denke ich, das beschämt mich und das beschämt, glaube ich, viele, dass so viele Jahre nach dem Holocaust das heute verniedlicht wird von bestimmten Gruppierungen und dass Menschen, gerade jüdische Mitbürger, die in den anderen Städten leben, Angst haben müssen, die Synagogen geschützt werden. Ich finde, das ist auch beschämend für Deutschland. Ja, ich denke, in Dülmen sind wir da relativ sicher. Wir haben ja im Münsterland zum Glück wenig Probleme mit der Starken der AfD beispielsweise, so dass wir uns durchaus sicher fühlen können bei dieser Veranstaltung, und die Polizei wird auch sicherlich genug Präsenz zeigen, damit wir da keine Probleme bekommen werden. Für die musikalische Begleitung sorgte Ismena Dura. Bürgermeister Hövekamp erinnerte in seiner Ansprache an die Pogromnacht in Dülmen 1938. Jüdische Mitbürger wurden damals im Gefängnis schwer misshandelt. Die Gewalttaten begannen in Dülmen kurz vor Mitternacht. Die Fensterscheiben der Häuser von Hermann Leser in der Lüdinghauser Straße und Ernst Leser in der Marktstraße wurden zertrümmert. Später zerrten sie ihn aus dem Haus, trieben ihn mit Tritten und Fausthieben zum Polizeigefängnis. In das Gefängnis wurden in der Pogromnacht insgesamt 16 jüdische Männer verschleppt. Sie wurden dort 2 bis 3 Wochen festgehalten und schwer misshandelt. Schüler der Hermann-Leser-Schule trugen anschließend Texte von Erlebnisberichten Dülmener Juden vor. Die Synagoge brannte noch immer. Wir hatten Angst um unseren Vater. Angst, dass sie ihn auch mitnehmen würden. Eines Nachts zogen Schlägertrupps laut und grüllend durch Dülmen und zertrümmerten die Fensterscheiben der jüdischen Häuser und Geschäfte. Wir wünschen Frieden für alle. Zum Abschluss der Gedenkveranstaltung legten Bürgerinnen und Bürger Blumen an der Gedenkstätte nieder und zündeten Kerzen an. Die Polizei verzeichnete keine Störungen, alles blieb friedlich.